So, herzlich willkommen zu unserem heutigen TIGS Video Tutorial. Ich habe mir heute als Thema für Sie die Sache Kalender und Terminplanung ausgesucht. Wir werden also sehr oft von Kunden gefragt, wie läuft das mit der Kalenderverwaltung hier in TIGS? Kann man solche Kalender mit Outlook synchronisieren? All diese Dinge. Das möchte ich gerne heute ansprechen und Ihnen Beispiele dazu zeigen. Grundlegend wichtig ist erstmal, dass wir hier im Ticketsystem eigene Kalender haben. Das heißt, jeder Supporter hat hier auf seinem Dashboard beispielsweise auf der rechten Seite seinen persönlichen Terminkalender. Hier gibt es zum einen die Möglichkeit, dass Sie direkt auf einen Tag draufklicken können dann auswählen, um was für eine Art von Termin handelt es sich. Also entweder eine Erinnerung, dann ist der Termin nur Sie persönlich betreffend. Oder eben ein neues Ereignis und dann haben Sie die Möglichkeit im Einzelnen festzulegen, was das für ein Termin ist. Ich kann hier mal draufklicken und Sie sehen ein entsprechendes Einstellungsfenster. Hier oben geht es los mit der Betitelung, worum es sich handelt und wo der Termin stattfinden soll. Sie können hier selbstverständlich die Zeit festlegen und hier bei Kategorie sehen Sie bei mir, dass hier also auch eine Auswahl von verschiedenen Termintypen angelegt werden kann, sodass ich dann sagen kann, was soll das im Einzelnen sein? Sie können hier Teilnehmer einladen. Das funktioniert so ähnlich wie in Outlook. Das heißt, die erhaltene Benachrichtigung können der Teilnahme zustimmen. Und interessant dagegen ist auf jeden Fall hier die zusätzliche Möglichkeit, dass Sie eigene Ressourcen mit einplanen können. Das können zum Beispiel Räumlichkeiten von Ihnen sein, wie Sie sehen. Oder zum Beispiel auch ein Fahrzeug, wenn es um einen Außendiensttermin geht. All diese Daten werden schlussendlich hier unten aufgeführt. Und wenn ich das Ganze speichern würde, geht dieser Termin in den Kalender rein. Sie haben hier auch die Möglichkeit, eine Datei anzufügen. Also zum Beispiel eine Agenda fürs Meeting oder ähnliches. Und das ist also der grundsätzliche Weg, wie Sie hier einen solchen Termin anlegen. Diese Planungsmöglichkeit, die Sie gerade kennengelernt haben, finden Sie nicht nur hier vorne, wenn Sie auf einen Tag draufklicken, sondern an vielen unterschiedlichen Stellen innerhalb von TIGS. Wir haben also die Terminoptionen sozusagen immer überall dorthin gepackt, wo man vielleicht schnell einen Termin mal verfügbar braucht. Das heißt, Sie finden die Terminsache auch in jedem Ticket, zum Beispiel hier oben, Termin oder neue Erinnerung. Und selbstverständlich haben Sie die Planungsmöglichkeit auch verfügbar bei jeder Tätigkeit. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, ein Blick hier oben im Bearbeitungsfenster der Tätigkeit zeigt Ihnen, hier haben Sie die Terminplanungsmöglichkeit, genau mit den Funktionen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Okay, das ist zunächst mal das Vorgehen, wie Sie einen solchen Termin hier anlegen. Dann stellt sich natürlich im nächsten Schritt die Frage, kann ich denn auch die Termine von den Kollegen irgendwie zentral einsehen? Also was der da in seinem Kalender hat und so weiter. Besonders für Vorgesetzte oder Abteilungsleiter vom Support-Team ist das vielleicht ein relevanter Punkt. Hier auf der linken Seite haben Sie den Punkt Gruppenkalender. Man könnte auch sagen, das ist quasi der große Bruder hier von der Vorschau. Und wenn ich da drauf gehe, sehen Sie schon, hier kann man mehrere Personen aufrufen oder auswählen und dann haben Sie hier quasi eine Wochenübersicht, um zu sehen, beispielsweise, wie ist die Terminsituation in der kommenden Woche bei Ihrem Supporter-Team. Und hier kann ich auch gleich die Frage beantworten, können diese Termine mit Outlook synchronisiert werden? Hier oben finden Sie über die entsprechende Auswahlkalender die Möglichkeit, also eine Verbindung mit Outlook herzustellen. Diese Termine werden dann nach Outlook übergeben und in Outlook in einen zusätzlichen Kalender integriert. Also TIGS mischt nicht die Termine mit Ihren persönlichen vorhandenen Kalendern, sondern legt einen eigenen Kalender an. Und wichtig für Sie zu wissen ist eben auch, dass die Synchronisation hier in eine Richtung funktioniert. Das heißt, die Termine werden von TIGS nach Outlook übergeben, nicht umgekehrt. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass wir Outlook generell ja immer dann mit einbeziehen, wenn es sozusagen um Benachrichtigung geht. Also in Situationen, wenn der Supporter sich nicht am Dashboard befindet, denn sonst könnte er ja auch die Kalender nutzen, die hier vorhanden sind, sondern es geht darum, wenn er hier nicht am Dashboard ist, dass er dann eben sehen kann, was hat er für Termine oder wenn er einen neuen Termin bekommt, ähnlich wie es ja auch im Zuge der Supporter-Benachrichtigung läuft, wenn er ein neues Ticket eingeht oder eine neue Tätigkeit. Ansonsten sollte die
grundlegende Planung, wenn es Termine zum Support gibt, die sollte wie auch Tätigkeiten und Ticketbearbeitung hier innerhalb des Ticketsystems stattfinden. Das einfach so als grundlegender Hintergrund zum Thema Terminplanung und Kalender hier im TIX. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gern persönlich zur Verfügung. Und ansonsten empfehle ich Ihnen, schauen Sie sich auch die anderen TIX-Videos an. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.